Herzlich willkommen bei einer weiteren Vorlesung zur Femmenpolitik. Ich bin Ihr Gastgeber, Matthew Stevenson, in Partnerschaft mit Dokaskopie TV. Wenn etwas in Ihrem Büro passiert, sind wir dafür da, es zu besprechen. Unsere Frage kommt aus Berlin. Sie lautet wie folgt: Was ist der Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb? Was ist für mich am besten? Ich will in dieser Show nicht zu viele Scherze einstreuen, aber ich würde sagen, wenn Sie im Vertrieb sind, haben Sie das Gefühl, dass Sie Geld machen und die Marketingleute dieses Geld ausgeben. Die Formulierung ist nicht ganz genau, aber ich finde, sie verdeutlicht die Ausrichtung des Vertriebs auf die Unternehmenstätigkeit. Marketing entscheidet darüber, auf welches Marktsegment Ihr Unternehmen oder Ihr Produkt abzielen soll. Der Vertrieb umfasst tatsächlichen, körperlichen, geistigen oder welchen auch immer Verkauf dieses Produktes. Sie müssen entscheiden, ob Sie Leute treffen, Veranstaltungen besuchen, mit Fremden telefonieren und Verkaufsgeschäfte abwickeln mögen. Wenn Sie extrovertiert sind, sozial engagiert sein wollen, können Sie sich gerne für den Vertrieb entscheiden. Es kann eine attraktive Karriere für jemanden mit diesem Profil werden. Wenn Sie ungern Fremde treffen und Geschäfte abschließen, würde ich Ihnen vom Vertrieb abraten. Sie werden sich unglücklich und gelangweilt fühlen, wie in einer Sackgasse. Was ist Marketing? Marketing kann sehr wissenschaftlich sein. Es kann viel Recherche erfordern. Es kann sehr mathematisch werden. In welchem Marktteil sollte Ihr Produkt, beispielsweise Wein, positionieren? Wollen Sie an der oberen oder an der unteren Kante des Weinmarktes sein? Wer sind Ihre Zielkunden? Wenn Sie Zielmärkte gern quantifizieren, können Sie den Bereich Marketing erkunden. Im Vertrieb sind die Leute viel unterwegs. Sie gehen zu Geschäftsessen. Es ist eine soziale Welt. Wenn das Ihnen gefällt, arbeiten Sie im Vertrieb. Sie müssen in Ihrer tiefsten Seele besser wissen, ob Sie sich für den Verkauf oder für die Schaffung einer Marke, die ein weiterer Teil des Marketings ist, besser eignen. Marken scheinen die Welt zu regieren, aber Marketing ist manchmal mit dem Backoffice gleichzusetzen. Sie werden nie Verhandlungen führen oder Kunden besuchen. Sie können über sie träumen, aber es kann ein ferner Traum sein. Die Zeit für unsere heutige Ausgabe ist leider um. Ich bin Ihr Gastgeber Matthew Stevenson in Partnerschaft mit Dokaskopie TV. Wenn etwas in Ihrem Büro passiert, sind wir dafür da, es zu besprechen. Auf Wiedersehen.